Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, wir schreiben direkt an unserem Skript weiter, das wir hier letztes Mal benutzt haben, dieses Hello World. Das soll jetzt ein bisschen cooler werden. Und zwar werden wir dieses Mal mit If-Anfragen anfangen. Und ja, was sind If-Anfragen? Also If bedeutet im Englischen so viel falls, wenn man es übersetzen würde. Ja, und das kommt auch eigentlich schon ziemlich genau hin. Also man sagt, wenn eine Bedingung so oder falls eine Bedingung wahr ist, dann tue eine gewisse Ausgabe oder mache irgendwas und wenn sie nicht wahr ist, dann mach was anderes. So, also wir schreiben erstmal if und dann sagen wir hier, okay, wenn jetzt irgendwas passiert. Okay, was ist denn unsere Bedingung? Naja, wir wollen zum Beispiel eine Variable, die wir hier oben definiert haben. Variablen kennen wir schon aus den vorigen Videos. Nennen wir sie einfach mal x. X ist ja irgendwie immer so ein Standardwert. Nehmen wir 42. 42 ist auch so ein Standardwert für eine Variable. Sagen wir, wenn x kleiner ist als, naja, als 50, was es ja durchaus ist, dann machen wir Folgendes. Und dann kommt dieser Doppelpunkt hin. Also erstmal kommt if, dann kommt ein leerer Buchstabe oder halt ein Leerzeichen. Dann kommt diese Bedingung ohne irgendwelche Klammern, falls sie von anderen Programmiersprachen kommt. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Und jetzt ist ganz wichtig, bei Python müssen wir einrücken, damit es erkennt, was wir machen wollen, wenn irgendwas ist. So, und das tun wir am besten mit einem Tab. Ja, dann wird auch alles klar. So, und dann sagen wir hier, okay, wenn das der Fall ist, dass x kleiner 50 ist, dann wollen wir irgendwas tun. Gut, was wollen wir dann tun? Wir wollen einfach mal sagen, ups, kein Dollar oder Paragraph was, glaube ich. X ist kleiner als 50. So, und hier kann ich natürlich auch noch mehrere Anfragen reinschreiben, so viele wie ich möchte, um genau zu sein. Ich kann auch einfach sagen, ich setze jetzt mein x auf 0. Das kann ich machen. Ich kann machen, was ich möchte, um genau zu sein. So. Und dann kommt hier wieder, also gehen wir hier wieder zurück. Das heißt, wir sind wieder am Anfang. Das heißt, unsere If-Abfrage ist hier. Hier wird abgefragt, gilt diese Bedingung? Und wenn die gilt, werden diese beiden Anweisungen hier ausgeführt. Aber die hier unten, die jetzt nicht mehr eingerückt ist, die wird immer ausgeführt. Das heißt, vorsichtig sein, was die Einrückung angeht. Und ja. Wir probieren es einfach mal aus. Ich würde sagen, ich habe hier schon mal eine Konsole offen und führe diese Datei einfach mal aus. Naja, ich würde sagen, ich war zu blöd zum Speichern. Ja, probieren wir es nochmal. So, jetzt ist x tatsächlich kleiner als 50 und wir kriegen dieses Hello World immer raus. So, jetzt setzen wir x einfach mal auf 55. Das ist ja bekanntlich größer als 50 und führen dieselbe Datei nochmal aus. Ich habe diesmal sogar gespeichert. Und wir bekommen nur noch ein Hello World. Das heißt, dieses Hello World wird immer ausgeführt, auch wenn diese If-Abfrage hier nicht wahr ergibt. Und wenn diese If-Abfrage hier wahr ergibt, dann wird auch der Teil oben drüber ausgeführt. So, jetzt habe ich gerade mit wahr und falsch angefangen. Im Prinzip ist das hier eine wahre Bedingung oder eine falsche Bedingung. Mehr Möglichkeiten haben wir da nicht. Und das kann man auch tatsächlich in Variablen speichern. Zum Beispiel nehmen wir einfach mal y, haben wir ein true oder wir haben ein false. True ist wahr und false ist logischerweise falsch. Das sind die boolschen Wahrheitswerte, falls euch das was sagt, falls ihr von anderen Sprachen kommt. Ansonsten habt ihr jetzt den Begriff. Wir können hier auch einfach if true reinschreiben, dann wird die Bedingung immer ausgeführt oder if false. Im Prinzip ist es nichts anderes, wie wenn wir sagen, okay, wir weisen diesen Wert hier dieser Variablen y zu. Natürlich kann hier immer nur ein Wert zugewiesen werden. So, das heißt, wir sagen hier einfach mal if y, dann passiert das hier. Lasst uns hier was anderes reinschreiben. Y ist wahr. Und ansonsten machen wir gar nichts. Ansonsten zeige ich euch nachher. Gut, also führen wir das Ganze aus. Ich habe gespeichert. Y ist also jetzt gerade wahr. Gut. So, jetzt sagen wir hier oben y gleich false. Ohne diesen komischen Anführungsstrich. So, y ist false. Und wir kriegen schon wieder diese Aussage, y ist wahr, kriegen wir nicht mehr. Das ist auch gut so, denn wir wollen ja das Ganze nur machen, wenn y wahr ist. Also if y. So, jetzt können wir hier auch tatsächlich reinschreiben, y gleich x kleiner 50. Das geht. Wir schreiben hier einfach eine sozusagen eine Bedingung hin. Also wir fragen, ist x kleiner als 50?
oder ist x kleiner gleich 50? Funktioniert genauso, größer gleich sieht dann so rum aus. Wenn x kleiner gleich 50 ist, dann ist y wahr. Das heißt, ihr könnt euch hier im Prinzip solche kleinen Klammern drumherum vorstellen. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Genau, jetzt füllen wir das einfach mal aus. Wir kriegen hier schon ein bisschen längere Laufzeit. Ihr habt es gesehen, es hat leicht gestockt. Y ist jetzt falsch, weil x größer als 50 ist. Also wir sagen hier, ist 55 kleiner gleich 50? Nein, das ist nicht der Fall. Also ist y false. Und wir fragen hier, if false, also es ist nicht wahr. Das heißt, wir gehen da nicht rein. Das heißt, wir überspringen den ganzen Block hier und gehen direkt hier unten zu dem nicht eingerückten Teil zurück. Gut, harte Kost jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir reduzieren das Ganze hier wieder auf einen einfachen Wert, if true. So, und jetzt sagen wir hier, oder wir sagen einfach direkt hier, if true. Und haben jetzt dann noch eine zweite Möglichkeit. Wir könnten jetzt nämlich auch noch vielleicht eine andere Abfrage haben. Zum Beispiel, ja, lass uns was Sinnvolles draus machen. Ist x kleiner als 50? Gut, wenn das nicht der Fall ist, else, also in allen anderen Fällen, dann brauchen wir keine Bedingung mehr, weil es gibt nur noch alle anderen Fälle. Also else bedeutet immer, ansonsten mache das, was da unten ist. Print, und dann sollten wir hier wieder anpassen. X kleiner 50. Und hier steht dann x größer gleich 50. Und Achtung, hier kommt wirklich größer gleich rein, denn wir haben hier nur gefragt, ist x kleiner als 50. Also ich kann hier gerne auch mal x auf 50 genau setzen. Dann werden wir sehen, x ist größer gleich 50. Das heißt, dieser untere Block wird ausgeführt. Weil x genau 50 ist, kriegen wir hier für x kleiner 50 ein false raus und landen in dem ansonsten Fall. Also alle anderen Fälle werden hier von diesem else abgefangen. Das heißt, hier gehen wir immer rein, wenn wir den Teil nicht gemacht haben. Gut. Wenn wir jetzt vielleicht noch eine zweite Bedingung abfragen möchten, wir wollen hier nicht unbedingt nur größer gleich haben, wir wollen hier exakt nur größer haben. So, was machen wir jetzt? Naja gut, lasst uns mal einfach ausführen. Jetzt kriegen wir einfach nur x größer 50 raus, was ein bisschen blöd ist, weil das stimmt ja eigentlich nicht. X ist nicht größer als 50. Und was machen wir? Wir passen das Ganze an und schreiben uns noch eine zweite Bedingung hin, also ein zweites if sozusagen, das aber auch noch hier dazu gehört. Das nennt sich elif. Kommt von else if, bedeutet so viel wie, falls das hier oben nicht wahr war, prüfe diese Bedingung hier. Okay, wir prüfen also diese Bedingung hier, das heißt, wir müssen erstmal noch eine Bedingung angeben. Das heißt, wir wollen wissen, ist x genau 50? Warum auch immer 50 gerade, war übrigens Zufall. Und achtet immer darauf, diese else if bzw. elif Blöcke und diese else Blöcke sind nicht eingerückt, aber die inneren Blöcke, also dieses print, dieses x gleich 0, und dieses Print hier war alles eingerückt, also dieses Print hier jetzt auch. Okay, jetzt schreibe ich hier rein, x gleich 50. Und übrigens können wir das hier eigentlich gerade ignorieren. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, dass man da auch mehr als eine Anweisung reinpacken kann. So, wenn wir das jetzt ausführen, dann kriegen wir schon eine differenziertere Ausgabe, nämlich x ist genau gleich 50. Das heißt, wir müssen hier abfragen, ist es kleiner, ist es genau gleich oder ist es größer? So, jetzt nochmal zu dem gleich. Achtung hier, ich sage nicht ist gleich 50, sondern ich sage zweimal ist gleich 50. Das bedeutet so viel wie, wenn x genau gleich 50 ist, also tatsächlich als boolsche Bedingung reingetan. Wenn ich nur x gleich 50 machen würde, kriegen wir einen Fehler, ich zeige es euch gerade kurz. So, dann kriegen wir einen Syntax-Error, invalid Syntax, weil wir versuchen, diesem x in einer Abfrage, die einen boolschen Wert erwartet, also entweder ein wahr oder ein falsch, versuchen wir hier einfach zu sagen, x ist jetzt gleich 50. Das ist einfach so. Punkt. Wir weisen dieser Variablen x den Wert 50 zu. Das dürfen wir hier drin aber nicht, weil wir hier einfach nur ein wahr oder ein falsch stehen haben dürfen. Und deswegen haben wir dieses gleich. Und ja, das wäre sozusagen erstmal alles zu dieser if-Abfrage. Also wir haben hier oben den ersten Fall, da müssen wir eine Bedingung angeben. Dann kommt, was dann ausgeführt werden soll, falls die wahr ist. Dann haben wir hier den zweiten Fall und wir können hier noch beliebig viele weitere elif-Blöcke reinmachen. Elif x gleich, keine Ahnung, 42, print Sonderfall oder sowas. Sonderfall.
Und dann haben wir den Else-Block, der alle anderen Fälle abdeckt. Das heißt, wenn x, ja gut, okay, in diesem Fall hier kommen wir überhaupt nie, weil wenn x kleiner als 50 ist, dann haben wir schon hier oben alles abgehandelt und gehen in alle anderen Blöcke gar nicht mehr rein. Das heißt, hier wird übersprungen. Das heißt, ich kann es euch auch gerade mal kurz zeigen, 42, dann wird überhaupt dieser Sonderfallblock wird gar nicht ausgeführt. Wir sagen hier, ist x kleiner als 50? Ja, es ist 52, also ist hier true. Das heißt, wir printen das hier und danach springen wir direkt hier runter. Dieser Sonderfall hier wird gar nicht ausgeführt, weil wir schon hier oben alles abgedeckt haben. Das heißt, wir gehen maximal in, oder wir gehen genau einmal in so einen rein, aber nur wenn wir ein Else haben. Wenn wir das Else raus haben, gehen wir eventuell auch in gar keins rein, also falls keins davon zutrifft. Okay, ja. Ich hoffe, dass ihr jetzt soweit mitgekommen seid. Ich werde wahrscheinlich zu diesen boolschen Sachen noch ein bisschen mehr machen. Aber das ist jetzt gerade für den Anfang, für diese Kontrollflussdinger ein bisschen heftig, glaube ich. Und ja, deswegen hören wir uns in einem späteren Video. Schaut euch das Video vielleicht noch ein zweites Mal an, falls ihr nicht ganz mitgekommen seid. Und ansonsten schreibt mir einfach einen Kommentar. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.